Hallo und herzlich willkommen zu einem Breath of the Wild Let's Play. Das letzte Mal haben wir Epona bekommen durch den Link Amiibo, was ich ganz cool finde. Und diese eine Quest geschafft, diese Kakariko-Quest, dass wir da, wo ist das denn? Dann will ich hier diesen einen Schrein da freigeschaltet haben. Finde ich ganz cool. Heute werden wir etwas machen, wo ich mir auch schon wieder frage, was zur Hölle? Was zur Hölle einfach nur? Wahrscheinlich gibt's schon. Okay, ich sollte jetzt nicht was zur Hölle sagen, aber wir suchen eine Zeremonielanze. Das ist doch okay, die zu finden, ist okay. Aber das, was wir mit der dann machen müssen. Was zur Hölle? Ich fühle mich schon fast ein bisschen verarscht. Egal. Oh Mann. Ich weiß auch nicht. Ihr werdet sehen. Das ist ganz schön fies, aber ist okay, ist okay. Wahrscheinlich hätte man irgendwo von einem NPC eine Erklärung bekommen. Darum ist es okay. So, denn... Uiuiui. Hubble! Ich weiß gar nicht, ob ich das ganze Zeug noch aufheben sollte. Ob das sich überhaupt lohnt. Ist die Kamera eigentlich irgendwie total nah dran gezoomt? Kann das sein? Wahrscheinlich, weil wir drin sind. Und jetzt geht's weiter raus. Ich verstehe. Oh. Ich habe es aber noch. Ich hätte nachschauen sollen, ob hier noch die Zoras irgendwie Quests für uns haben. Egal. Wir wollen erstmal was anderes machen. Erstmal. Ach so. Ach, und rechts, die ist immer so. Okay. Egal, egal. Nichts. Ich habe nichts gesagt. Wir wollen. Hier irgendwo entlang. Schauen wir mal auf die. Hier, glaube ich. Da wollen wir hin. Wie toll! Ja, finde ich auch. Alles voll toll. Hey. Muso, denn. Doof, alte Sack, der uns nicht gemocht hat, ey. Böser Mann. So, wir wollen nämlich hier runter. Und irgendwo hier ist anscheinend eine Lanze. Oh, wie heftig versteckt einfach. Wirklich? Komme ich da überhaupt hin so? Ich brauche Eis dafür. Yo, wie findet man das? Gibt's da irgendeinen NPC, der das einem etwas genauer erklärt als... Also, ja, halt ein bisschen genauer erklärt, weil... Yo. Die ist schon ganz schön gut versteckt. Also wirklich. Aber ich habe das letztes Mal schon ein bisschen angesprochen. Ich gehe echt davon aus, dass die Macher alles so designt haben, dass man nicht davon ausgeht. Also, dass sie nicht davon ausgegangen sind, dass die Leute wirklich... alles spielen wollen, sondern halt einfach nur so ein paar coole Sachen finden, das und das machen, dass jeder so seine eigene Erfahrung mit dem Spiel hat, weil jeder andere Quests gefunden hat, andere Sachen gefunden hat, was ich eigentlich ganz cool finde. Darum, ja. Aber es ist schon heftig versteckt, das muss man schon zugeben. So, jetzt müssen wir hier hin, denn die Quest haben wir schon eine Weile. Nur doof, dass ich mich da nirgendwo hin teleportieren kann. Wie kommen wir denn da am besten hoch? Gibt's hier unten irgendwo einen Wasserfall? Ich meine, da oben gibt es einen, das weiß ich. Aber von, ob man von da unten auch hinkommt? Ich soll eigentlich jetzt ab sofort immer so rumlaufen. Irgendwo könnte ja was sein. Oh Mann. Ein klein wenig verarscht fühlt man sich da schon. Es sei denn natürlich, es wird wirklich von einem NPC verraten oder sowas. Dann finde ich es wieder okay. Okay, ich glaube. So. Nein, nicht. Oh, ich... Ich wollte da nicht reinhüpfen. Ich wollte einfach so hüpfen und dann macht er einfach einen Kopfsprung rein. Toll, Link. Ich wollte eigentlich Rivalis Sturm einsetzen. Nächster Sturm. So. Du Dorf der Zoras. Wie jetzt? Aber okay, okay. Ist gut. Ich habe gerade ein bisschen verkackt, glaube ich. Ausdauer. Das hier ist nicht... gut genug, um darauf zu laufen, glaube ich. Aber da, wenn wir es da hochschaffen, dann müsste es passen. Hoffe ich mal. Hierhin und dann können wir ein bisschen Ausdauer herbekommen. Und so. Oh oh. Nein! Easy peasy. Oh. Ich habe eine andere Idee. Junge. Hey, hey, hey. Spiel. Uiuiui, das war ein bisschen doof von mir.
Ich hätte nicht gleich. Das ist aber auch. Man wird dafür bestraft, dass man hüpft an so einen Berg, weil das mehr Ausdauer kostet. Es geht schnell, aber es braucht mehr Ausdauer. Es sei denn natürlich, man hat diese eine Rüstung an. Aber, ja gut. Ich wollte jetzt nicht extra dafür die Rüstung wechseln. War möglicherweise ein Fehler. So. Wir sollten nicht unbedingt unsere Zora-Rüstung anziehen und dann Berge erklimmen. Oder ich habe noch nie von dem Fisch gehört, der gut darin ist, auf Berge zu klettern. Aber vielleicht. Habe ich doch einfach nur keine Ahnung. Ja. Vogelnüsse. So, von hier aus. Schauen, ob wir es hier schaffen. Ja, ich meine, mitklettern. Easy peasy. Und dann. Oh, ich fühle mich immer noch ein bisschen verarscht fast. Das ist schon ein bisschen heftig. So. Hier ist ja so ein Schreingedöns. Alles gut, alles toll. Und ich weiß nicht, ob es da auch eine andere Möglichkeit gibt. Und mal schauen, ob ich es einfach so machen kann. Nein. Denn. Schau dich das an, Mann. Was zur Hölle? So. Jo, da ist ganz schön hoch. So, wir gehen jetzt hier runter. Das war daneben. Okay, nochmal. Ja, ich weiß, ich hätte ein bisschen mehr warten können, aber ich wollte es auf die coole Art und Weise machen, hab jetzt verkackt. So. Oh Mann, schon wieder ein Depp. Jetzt aber, dieses Mal mit einer kleinen Zwischenpause, das würde ich gleich verrecken. Ich finde ich ganz cool. Wir haben jetzt mal wieder Mifas Gebet genutzt. Ja. Aber benutzen wir wirklich am seltensten, obwohl ziemlich früh. Als wir es als erstes bekommen haben, fand ich es eigentlich total OP und yo, was zur Hölle. Und jetzt verwenden wir es kaum noch. Da, schaut euch das an. Man muss einfach von da oben runter und dann mit der Lanze drauf. Pow! Was zur Hölle? Ich schau gleich nochmal bei der Quest nach, ob er das irgendwie rauslesen kann. So, das Lied des Reckenfests. Hier. Also die Lanze mit den Leuchten. Ah, jetzt steht nicht mehr dran, was man. Oh, verdammt, egal. Stand es ja irgendwie dran. Vielleicht war ich auch einfach nur so doof, um es zu lesen. Kann natürlich auch sein. So, wir haben natürlich jetzt hier diese Zeremonielanze. Eigentlich sollten wir zu unserem Haus gehen und die da rein tun. Da Kiki schreien, ja. Da Kiki, der weiß schon Bescheid. Ja, ich glaube, ich gehe wirklich zum Haus zurück und tue da diese Zeremonielanze hin. Weil es ist schon irgendwie was Besonderes. Das sollte ich eigentlich mit all den anderen Waffen auch machen, mit diesen Reckenwaffen. Denn es ist, glaube ich, der perfekte Ort für die. Die sind alle nicht so stark. Doch, doch, Moment, die Reckenwaffe von den Goronen ist schon ganz schön stark eigentlich. Oder nicht so schlecht auf jeden Fall. Moment, oder ich vertue mich gerade. Ja, ich kann es nicht merken, mein Name ist Dakiki. Ja, doch der Prüfung bestanden. Dakiki. Da, Kiki. Da, Kiki. So, ist schon. Habe ich die noch? Nein, das ist ein Chimären-Großschwert. Ah, okay. Ja, gut, dann. Ja, sind die Reckenwaffen nicht allzu gut. Ich meine, das hier ist keine Reckenwaffe, das ist ja die andere Lanze. Es gibt ja zwei Lanzen. Einmal die von Mifa und einmal die hier. Die müsste ich irgendwann also wieder nachbauen. Kann man ja easy machen. Oder was heißt easy? Ich glaube sogar relativ teuer. Aber nicht so schlimm. Und dann bringen wir die zu uns am Haus und du die da lagern. Einfach so, weil es cool ist. Okay. Wir wollen ja die Sachen auch ein bisschen sammeln. Warum nicht? Warum nicht? Wir müssen ja und die tollen Recken ehren. Sie haben ihr Leben dafür gegeben und kämpfen immer noch nach dem Tod für uns weiter, damit wir es einfacher haben, gegen das Übel Ganons zu kämpfen. So. Was ich jetzt noch vorhab eigentlich, ist ein bisschen an die Orte zu gehen, wo ich ein paar Krogs markiert habe, um da mal schön wieder die Karte ein bisschen frei zu dingsen. Frei zu. Von den Symbolen frei zu bekommen. Werde ich auch gleich machen, aber kurz, wie gesagt, hierhin.
Obwohl, das sind ja auch. Ah, das sind ja auch gleich noch zwei Mark. Ja, gut, dann können wir da anfangen. Das sind gleich zwei Krogs in der Nähe. Wahrscheinlich noch mehr. Anscheinend ist bei der Akala? Doch, bei der Akala-Festung hat die Niki gesagt, dass da auch sechs Krogs insgesamt sind. Bei dieser einzelnen Festung gleich so viel ist schon irgendwie heftig. Aber, ja, bei 900 Stück, da muss man es ja irgendwo platzieren. Obwohl es auch oft mal eine ganze große Flächen gibt, wo kein Krog in der Nähe ist. Aber da ist es natürlich auch nicht so wie bei der Akala-Festung so, dass es ziemlich weit nach oben geht und so Zeug. Also, ja gut, schon verständlich. Martino! Eigentlich will ich aber jetzt dafür noch meine Rüstung wechseln. Du, 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 du. Und wupp. Und hier, warum nicht? Ja, ich muss auch noch ein paar Rüstungen verbessern. Verdammt, ich wollte immer noch Sachen sammeln. Ah, es gibt so viel zu tun. Es hört gar nicht mehr auf. Ist eigentlich ganz gut, aber hier ist auch noch ein Krog in der Nähe. Hallo. Was nehmen wir denn raus dafür? Eigentlich das in der Mitte. Das ist am unspektakulärsten. Ja. Das ist. Was gehen wir dafür? Temporär legen wir den. Das da hier. Warum auch immer das da überhaupt ist. Wupp. Nehmen trotzdem mit. Kann ja nicht schaden. So, dann haben wir hier jetzt. Hui. Dann haben wir hier jetzt ein Fallkohle Bögen. Ja, nicht so toll. Ich weiß nicht. Wir müssen. Ah, das ist jetzt doof. Wir haben natürlich nur. Obwohl, stimmt, es gibt ja. Nein, das passt nicht. Corona, Gerudo und Zora. Und dann ist ja noch ein Platz für die Zeremonie. Und irgendwie. Es fehlt doch ein Platz. Wir brauchen noch vier Plätze für. Dann müssen wir die Zeremonie ganz woanders hin tun. Weil die Waffe von Revali oder Rivali ist ja, glaube ich, ein Bogen. Egal, egal. Werden wir noch rausfinden. Notfalls werden dann nur die Reckenwaffen reinkommen. Aber was wir jetzt machen wollen, ist Krogs finden. Das hier sieht verdächtig aus. Nein. Schauen wir mal. Wo wird der Krog denn sein? Weil hier unten? Wenn er jetzt nicht hier unten ist, dann ist es doof, wenn ich da jetzt runterhüpfe. Aber da muss ich ja irgendwie wieder hoch. Es riecht schon fast danach. Okay, doch nicht. Oder sagen, dass irgendwo wieder so ein Teil ist, wo man so einen Köpfer reintun machen muss, oder nicht unbedingt Köpfe, aber sowas ähnliches. Aber, sind wir hier falsch? Doch hier hinten? Hallo? Also der Grogometer macht schon wieder komische Dinge. Ah, da ist ein Stein. Ich verstehe. Ja. Und. Oh ja! Easy! Hallo, Gog! Ich wusste es! Hey, du hast mich entdeckt. Wow, bin ich gut. Ein richtiger Grog-Findmeister. Wir können auch bald schon wieder ein paar Taschen vergrößern. Wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja, gut. Gleich wieder hier hoch. Materialien zusammen. Ja, ich lese dem mal vor. Einfach so. Keine Ahnung warum. Ah, ich sehe gerade auch. Wir haben ja. Schon genug, um uns wieder ein Herz zu holen. Ja, wir haben. Oh, 100 Schreine! Easy peasy! Und bald haben wir 300 Koks. Hoffe ich mal, dass wir die schnell zusammenbekommen, weil wirklich viel zu 300 fehlt uns ja nicht mehr. Okay. Schauen wir mal. Wir wollen in die Richtung. Ich hoffe, wir müssen auch keine Sputtlinge mehr finden. Denn 55 Stück zusammen für die Quest war schon ein bisschen nervig, schon fast. Aber dafür gibt sie ja relativ häufig. Aber trotzdem. 55 ist schon eine stolze Menge für eine popelige Quest, wo man dann als Belohnung einen Diamanten oder sowas bekommt. So, ah, hier. Hier habe ich markiert. Ich hoffe, ich habe auch immer die Markierungen weggemacht, nachdem ich einen Krug gefunden habe. Wenn nicht, wäre das ganz schön doof. Ja. Moment, ich kann doch eigentlich. Hier ist die. Ja, hier ist die nächste Markierung und hier habe ich noch keinen Krog. Hätte ich vielleicht nachschauen können. Oh, das war jetzt ein bisschen doof. Aber was ist, wenn wir da schon Krog haben, ich trotzdem eine Markierung gemacht habe, weil es noch einen gibt? Das wäre dann natürlich doof. Egal. So.
Ich glaube, den Grog, den es hier irgendwo gab, der war schief. Nicht. Wie heißt das Wort? Fies versteckt. Was nehmen wir denn? Ja, warum nicht? Ey, wo geht der hin? Und er hat uns doch nicht mal gesehen. So. Warte, was haben wir jetzt verwendet? Ich glaube die hier. Fernkampf, halbwegs Fernkampfwaffen, das sind immer gut. Und, aber das war vielleicht etwas doof, weil jetzt etwas weniger Schaden gemacht haben. Ich weiß gar nicht, haben wir die überhaupt benutzt? Oh, okay, wir können sie aufladen. Nein! Doch nicht! Ach, ich habe falsch geschaut, ich Depp. Ich habe gerade echt falsch geschaut, ich dachte, wir haben gerade kein Dings bereit. Kein Zorn. Verdammt! Mir fallen gerade echt keine Wörter ein, das ist echt schlimm. Aber ich dachte, wir haben die Fähigkeit nicht bereit, aus so einem Grund, weil ich doof bin. Ah! Und ich habe erst aufgeladen und dann, oh, es hat nicht aufgeladen, also muss es ja so sein, bla bla. Egal. So, ich denke mal, wir müssen hier irgendwo einen Baum finden, auf dem irgendwo ein Stein oder sowas ist. Und da ist dann auch der Krog. Hoffe ich mal. So, vielleicht müssen wir auch irgendwas abschießen. Also, komm. Ey! Die schlagen einfach die Leute kaputt. Moment, hier ist ein Stein. Okay, kein Krog. Hey du, du kannst doch nicht einfach die Leute hier. Was soll das? Hier, so, das kriegst du. Jetzt kriegst du ganz schön Stress, weißt du? Hast du Stress verdient. Hoppa! Wir machen zum Glück gut Schaden. So. Warum will. Hör auf, nach Steinen im Boden zu fummeln. Ich bin hier direkt neben dir. Du musst mich nicht mit Stein bewerfen. Ganz schön unhöflich. So. Hier können wir auch gleich das hier benutzen. Hoi! Ja, der schwebt einfach. Okay, finde ich gut. Wieso nicht? Ich meine, wenn er schweben will, dann schwebt er halt. Mann. Die Eissachen sind ein bisschen komisch, manchmal. Ich glaube nicht, es ist normal, dass die einfach in der Luft rumschweben. So, hier ist der nächste. Hey, könntest du sterben? So, euch geht's gut. Steh auf! Sind es eigentlich wieder die komischen Leute, die hier irgendwie Trüffel oder sowas suchen oder irgendwelche Pilze? Nicht Trüffel. Arthur, sind die so plötzlich hergekommen? Und genau aus dem Grund habe ich. Ah ja, nein, danke. Obwohl, vielleicht kriegen wir eine Belohnung. Hey du, du hast uns gerettet, ja. Ah, Weltreise, Maxi-Trüffel, ja, ist alles so toll, ja. Wow, du hast uns gerettet. Du kriegst nicht mal eine Belohnung von mir, Opfer. Okay, alles klar. Heieiei, dass die aber auch immer hier. Ja, oh, die lernen's auch nicht, ey. Wie oft soll ich hier noch die ganzen Gegner weghacken? Was zur Hölle? Ach so. Oh, der ist einfach stehen geblieben. Normalerweise teleportieren die sich weg. So. Oh Mann. Was los? Aber der Boden ist schon fast richtig. Der ist, war richtig am Beben. Oh, hey. Aber der war wirklich richtig am Beben, als dieser komische Gegner gespawnt ist. Ganz schön heftig. Bocklinhauer. Die ganzen Items hier. Okay, gut, wir wissen aber jetzt halbwegs, es muss irgendwo hier in der Nähe sein. Hier macht's auf einmal. Oh, ich bin ein Krog, bin ich nicht toll? Ich gehe mal stark davon aus, dass man nicht irgendwie einfach herausfinden kann, in welche Richtung man schauen muss für den Krog. Oh, gefunden! Oh. Bogen auswählen. Ja, den da. Warum nicht? Oh ja. Easy peasy. Huh. 72. So, soviel dazu. Wieder ein Krog. Ja, nur ein Krog leider. In unserer Sammlung. So, hier gibt's noch. Warum habe ich das so markiert? Ist da ein Leune? Weil wenn nicht, ist es ganz schön. Ach, ich. Nein, ich. Oder? Keine Ahnung. Wenn es kein Leune ist, ist die
Das ist ein bisschen traurig, dass sie es markiert haben. Oh Mann. Ja, hier gibt es noch ein paar Krogorte. Was hier hinten? Was? Also, aber das wird jetzt nicht meine Hauptpriorität sein, hier überall rumzusuchen nach den Krogs. Ich werde erstmal immer versuchen, irgendwas Cooleres zu machen und dann, wenn wir noch Zeit haben, ein bisschen nach Krogs suchen. Bis wir irgendwann wirklich nur noch nach Krogs suchen müssen und dann, ja, dann werde ich eine Menge Schnitte machen. Ganz ehrlich. Weil wir haben noch eine Menge Krogs zu suchen. Und der Ort hier sieht interessant aus. Das ist ein Feufeu. Und hier ist ein Krogs. Und da ist eine Kiste. Und das ist Wasser. Ich habe hier einen komischen Ort gefunden. Ich hoffe, die Gegner sehen mich nicht. So. Hey, ist da ein Krog drin? Ja, schön. Opal. Und wo ist der Krog? So, das machen wir das nächste Mal. Oder? Na, ich will nicht. Oh, jetzt kommen auch noch Gegner. Was ist los mit euch? Ey, bitte nicht schießen. Ich bin allergisch gegen Pfeile. Die tun immer so weh. Danke. Ja, der Gegner hat uns entdeckt. Nicht so schlimm. Ich brauche nur den. Ey. Oh. Auf weg zu rollen. So lächerlich. So. Ja, Daruks Schirm wird uns schon helfen. So, war's das jetzt? Danke. Und hier ist ganz schön viel Wind. So. Darf ich jetzt nach dem Krog suchen, bitte? Mal schön auf Bäume schauen. Oder. Oh. Boop. Boop. Wirklich nicht? Was? Das ist jetzt echt überraschend. Der hat sich in Luft aufgelöst. Autsch. Eigentlich dachte ich, dass... Okay. Egal. Ich sag dazu lieber nichts. Ja gut. Ich glaube, ich mache hier einfach eine Markierung rein. Hier ist irgendwo ein Krog. Schön. Schöne Sache. Wahrscheinlich irgendwo im Wasser. Oder... Wo sind die? Hier irgendwo. Okay. Und... ich will aber... das macht mich jetzt fertig. Hey Kumpel, nein! Keine Waffe für dich! Und du gehst auch weg. Piu! So, darf ich jetzt weiter suchen? Ich will einfach den Krog haben. Ich weiß auch nicht. Ich will den Krog. Ich brauch den Krog. Ich kann die Folge nicht beenden, bevor ich den Krog hab. Was... Ich werd... Oh, hier ist... Okay. Da ist noch ein... Zielgedöns. So. Vielleicht aus einer Entfernung. Puh! Nein? Aber jetzt hat... Das Krogteil hat aufgehört. Vielleicht ist es wirklich in der Nähe von diesem Zielteil, nur ich muss alle erwischen. Kann das sein? Da hinten... Ach, hier sind ganz viele. Und hier macht es jetzt weiter. Ah, okay. Ganz schön clever. Boop. Ja, gut. Es, die Folge hat jetzt wahrscheinlich ein bisschen Überlänge. Nicht so schlimm. Hoch hier. Hallo. So, hier ist... Wahrscheinlich auch noch mal ein Krog. Ja. Oder vielleicht war das wirklich nur der Krog und die Teile sind egal. Wir werden es ja gleich sehen. Tschüssi. So, ich will kurz hier hoch. Bäume sind immer toll. Da gibt's immer nichts drauf. Manchmal schon. So, okay. Ich glaube, es ist wirklich so, wie ich gedacht habe. Oh mein Gott, Zeitlupe! Und hier geht's weiter. Das sind aber ganz schön viele. So, was gibt's hier? Eine Kiste. Oh, sieht ein bisschen aus wie die Hütte von dem alten König. Aber sonst, ja. Wie? Sag ich jetzt auch noch, sag mir nicht, dass da auch noch ein Krog... Ich glaube, ich muss jetzt wirklich die Folge beenden. Ja. Ja, ich beende jetzt die Folge, das machen wir das nächste Mal. Hier gibt es, glaube ich, überall ein paar Krogs. Ich beende jetzt erstmal. Bop.
Jo, wirklich? Wenn ich so ein paar Koks, Krok. Egal, ich beende jetzt erstmal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Ciao.